Was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Wir sind hier CCG Staub Scherding oder sowas, oder? Ja, Scherding, Österreich. Und hier, wir haben den? Raven Torres. Der hat gerade Top 8 gewonnen, mindestens Top 4. Ja, Top 4. Mit Cosmo. Cosmo, was zeigst du uns? Zeig mal, alles klar. Was spielst du so alles? Wir spielen insgesamt 19 Monster, eigentlich 22, aber ich nehme mal Wähler außen vor. Wir haben 3 Wähler. 3 Destroyer, brauche ich glaube ich nicht erklären. Genauso wie 3 Slitch, gute Karte, kann Infinity bauen, kann auch öfters mal gegen Pepe, kann den Imp doppeln oder sonstiges, kann Skills nehmen, alles drum und dran. Dann haben wir 3 Tinken, ist die beste Karte vom Deck. Wenn du das First Turn resolven kannst, wirst du meistens gewinnen, das zusammen mit Call oder sonstiges. Ist unfair. Karte ist unfair, man weiß nicht, was man machen soll. Gegner muss man reinspielen, muss alles nur spielen. Ich habe jetzt gesehen, manche spielen nur 2. Was? Spielst du 3? Ich spiele 3, ich will auf jeden Fall immer, ich gehe davon aus, dass ich meistens entweder gegen Pepe spielen wird, die meisten Leute, oder Draco Pal, die meisten Leute gehen davon aus, dass das Deck jetzt schlecht ist. Es ist weiterhin gut. Okay. Man muss auf jeden Fall das Feld durchbrechen können, das geht immer noch. Man hat wie vorher eigentlich auch immer noch zu... Man muss auf jeden Fall den Eclipse besiegen und das schafft man nur, wenn man diese unanzielbaren Maschinen hat. Und das sind in dem Fall immer Destroyer, der Forerunner und okay, cool. Eclipse. So. Das heißt, du musst immer möglichst irgendwie resolven. Wenn du es schaffst, im gegnerischen Zug nochmal zu resolven, dann kannst du eigentlich fast immer auszukarren. Egal was du tun. Okay, cool. So. Eine Eclipse, oder? Okay. Eine Eclipse, genau. Ich habe vor kurzem noch einen Forerunner gespielt, jetzt sind es 2. Das liegt eigentlich an Monarch. Das Matchup gegen Monarch ist relativ schlecht. Ich versuche trotzdem möglichst schnell zu OTK'n, möglichst schnell zu finishen. Dafür eben ein Monster mit 2-8. Es kann die Monarchen doppeln. Es kann einfach einen Lebenspunkt ausschaffen, ein Timeout. Das ist nicht so häufig, aber kann. Dann 2 Farm Girls. Nur 2? Nicht mehr 3. Man hat gegen Pete, habe ich die, als noch alles Full Power da war, langsam alles runtergecuttet. Es kam nie durch. Gegner hatte immer Flashfire und sonstiges. Jetzt könnte man es sich wieder überlegen. Man hat aber das gleiche Problem gegen Monarch. Monarch hat immer diese Mauer, Prime Monarch. Man kommt nicht durch. Eine Karte, die nicht durchkommt, ist eigentlich nur ein Vanilla. Macht nichts, ist nur ein weiterer Name. Plötzlich sucht Tinker mehr als sie. Klar, ich spiele nicht, also man könnte auch eine spielen, aber ab und zu kommt es vor, dass man doch mal in diese typische OTK-Situation ist. Man hat 2 Monster, möchte Farmgirl suchen und dann braucht man einen. Okay, gut. So. Ein weiteres Monster, was ich 2-mal spiele, ist Strongman. 2-mal, warum 2-mal? Ist auch einmal. Hier 2-mal, eigentlich genau aus der umgekehrten Situation. Ich möchte öfters Maschinen zurückholen, meistens vor allem auch im Mirror oder sonstiges. Der Gegner spielt selber meistens nur eine. Wenn er ein Monster doppelt oder sonstiges, die Battleface ist quasi vorbei, hat nur noch ein Monster. Er kommt nicht über 1,8 drüber, ich muss das Monster halten. Im nächsten Zug kann ich in mein Feld aufbauen. Okay, cool. Vor allem auch kann ich, wenn ich das schaffe, mein Feld aufzubauen, kann ich wieder in meiner Endphase Tinken resolven, wenn ich eine Maschine geholt habe. Okay. So. Dann haben wir 3 One-Offs, 2 Vierer-Monster und 1 Swordtrooper. Die Vierer sind relativ egal, die sind einfach nur weitere Namen zum Austauschen. Ab und zu können sie auch mal einen Kasten bauen, kommt aber fast nie vor. Okay. Goodwitch kann im Mirror viele Karten baiten, aber im Prinzip sind die, wie gesagt, weitere Namen, können finishen. Das war's jetzt. Was macht der Sword? Swordtrooper ist unfair, er kann zusammen mit Tinken kann er relativ schnell einen OTK aufbauen. Er kann, wenn ich mit Tinken, sagen wir mal, jetzt 2 Schiffe und ein Farmgirl vorzeige, kann ich im nächsten Zug direkt dann wieder Farmgirl zurückholen. Kann entweder in den OTK gehen oder mit den beiden in 3er Exceeds gehen, wie LWR. Kann mit dem LWR zum Beispiel einen Strawman zurückholen, mit Strawman dann wieder eine Maschine und so weiter. Okay, cool. Genau. Interessant, so. Ja, sehr cool. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Zauberkarten sind es nicht so viele, wir haben 2 Dark Hole. Ich spiele kein Raigeki. Ich will in den meisten Fällen möchte ich eigentlich mit Dark Hole nicht das gegnerische Feld, sondern mein eigenes aufräumen. Bietet sich natürlich auch nicht, wenn das gegnerische auch geht, aber im Normalfall, wenn du 2 Maschinen draußen hast, du kannst das Feld aufräumen, du holst Strawman, Farmgirl sind über 8000. So, ja. Relativ einfach erklärt. Easy. So, dann 3 Space. Warum Space und keine Zwillingsschwester? So, genau. Das ist die wichtigste Frage, beziehungsweise warum Space überhaupt oder warum überhaupt eine Karte, die ZF schießt. Die ist meistens dafür da, ich will eigentlich hauptsächlich meine Karten schießen, also meistens ist es tatsächlich sogar dafür da, um Town zu schießen. Man kann auch mal Scales vom Gegner schießen, aber ich bin nicht so der Fan davon, die Scales vom Gegner aufzuräumen. Lieber kümmere ich mich direkt um den Eknister und er soll so oft pendeln, wie er will. Letztlich, wenn nur Eknister liegt und der weg ist, dann kann nichts hinterherkommen. Zwar Ausnahmefälle, aber
Okay. Ist auch gut, Gegner hat meistens nur eine Set. Der Gegner hat Angst vor Twin Twister, er setzt nur eine oder es liegt nicht viel. Schutz ist nicht so häufig. Weg. Okay, sehr gut. So, das ist mehr oder weniger Pflicht, brauche ich glaube ich nicht erklären. Holt alles aus dem Deck. Tintin aus dem Deck, 6 Tintins. Drei Town auch quasi Pflicht, wie gesagt, mit Space. Nicht ab und zu ist es, wenn du mit Slip Rider in der Battle Phase den eigenen Cosmo Town schießt. Dadurch kannst du nochmal mehr finishen und du kannst außerdem öfters in Infinity gehen, wenn du deinen eigenen schießt. Alles. Das war's, ein Zauberkarten? Das war's schon, mehr ist das nicht. Dann kommen wir zu den Traps. Wir haben einmal quasi 4 Call of the Haunted. Warum Oase noch? Ich würde gerne 4 spielen, darf ich leider nicht. Ich möchte eine Karte haben, der ich möglichst schnell Tin Can aufsetzen kann. Ich habe eben, wie gesagt, 6-mal Tin Can, beziehungsweise eine Normal Summon Destroyer ist auch nochmal ein Tin Can. Also je nachdem, 9 Stück quasi im Deck. Nochmal hier zusammen mit den Calls, Tin Can Call. Man hat direkt 2 Raumschiffe auf dem Feld, man kann alles versolven. Man kann gegnerische Karten umspielen, vor allem Ignister wieder, wie vorhin gesagt. Oder wenn Gegner mal nachspielt, der tributet dein Monster weg, du kannst es wiederholen, es geht weiter. Okay, cool. Oasis hat nochmal eine Sonderfunktion, kommt nicht häufig vor, aber sie macht dein Monster zu Würm statt Maschine, wenn du was holst. Das heißt, im Game 2 und Game 3, falls der Gegner Cyberdrache haben sollte, kann er dein Monster nicht benutzen für die Visionskraft. Also kommt sehr selten vor, aber wenn, ist es ganz nice zu haben. Das ist mal gut zu wissen. Ja. Dann haben wir auch etwas seit Neuestem, sind 3 Cosmojo. Karte sehr gut. Ich bin eigentlich kein Fan von Traps. Ich mag es nicht, wenn sie die Starthand klocken. Vor allem auch mit den Oasis, mit den Calls. Hier aber eher auf Monarch. Man hat das Problem, eben durch Prime Monarch durchzukommen oder die Kleinen, die müssen schnell weg. Mojo, Banish aus dem Grave, macht das, kann auch im Mirror, macht sehr viel. Ich nehme persönlich an, dass mehr Leute jetzt auf Cosmo umsteigen werden in Prag. Kann ich mir vorstellen, macht sehr viel. Gut, gegen Pepe genau das gleiche oder Dracopel. Okay. Kann im Prinzip eigentlich schießen, kann auch mal Scales ballern, alles drum und dran. Ich muss dann sorgen. Okay, cool. Out für alles. Das war's mit dem Main Deck. Das war's mit dem Main Deck. Das sind 40 Karten. Dann kommen wir zum Extra Deck. Genau. Extra Deck ist nichts Besonderes eigentlich. Mehr oder weniger Haufen zusammen. Wir haben, schauen wir mal, die 5er vielleicht, die kommen am ehesten. Oder beziehungsweise so. Infinity! So, warum? Wow, 2 Infinity. Ja, 2 Infinity, aber wir haben noch ein Darin. 2 Infinity, Leute. 2 Infinity. Dieser Verrückte hier. Ja. Ist eigentlich vollkommen egal, was man extra spielt, ganz ehrlich. Muss man nicht zweimal spielen. In der Theorie kann theoretisch, könnte man jetzt folgendes Feld haben, man hat Infinity. Man kann negieren, man kann Nova detachen, mit Call wieder zurückholen und einen zweiten drüberlegen. Ist mir noch nie passiert, wird wahrscheinlich auch niemals passieren, aber das Extra Deck ist eh quasi leer, wenn es nice to have ist, warum nicht? Überleg außerdem nebenbei noch wieder Delta Shuttle zu adden. Delta Shuttle hat wieder mehr Optionen mit dem Grave, mit Call, Oasis und Sword Troopers, kann wieder mehr Nova bauen, kann wieder mehr Infinity bauen, warum nicht? Okay. Ansonsten, Volcasaurus finished Games zusammen mit dem Gaia Dragon. Pleiades hat auch so eine Sonderfunktion, kommt nicht so häufig, kann aber Calls und Town recyceln, man kann zweimal auf die Hand nehmen, man kann nochmal specialen, kann sehr viel, aber situationsbedingt auf jeden Fall. So. Okay. Dann haben wir ein paar Vierer für die 2 Einzelnen. Das sind 2 Stück. Castle kann sich in Game 2 und Game 3 in Problemkarten kümmern, so wie Iron Wall oder sonstiges. Auch eher selten, wie gesagt, das Extra Canada nicht so häufig. Und hier typisch zum Finishen, man weiß, also ab und zu, im Mirror Match vor allem, man kommt nicht durch, die gegnerischen Raumschiffe sind unkaputtbar, man möchte durchkommen, man hat Town, der Gegner kann sie nicht zerstören, man kann warten und einfach das durchbringen. Okay, cool. Bei den Dreiern ähnlich, einmal wie vorhin erwähnt, DWR. DWR holt Strawman zurück, holt im Prinzip alle Kleinen zurück, man kann nochmal Tin Can entfällt, bis heute, wenn man es zurückholt, das war's auch schon. Hier genau das gleiche wie hier, ab und zu möchte ich für 2000 finishen, genau derselbe Grund, also nichts Besonderes. So, dann haben wir noch 4 einzelne. Gut, Fortress, das brauche ich glaube ich nicht erklären. Ich würde wahrscheinlich 2 spielen, habe heute zum Event leider nur einen bekommen. Schade, schade, schade. Ich würde auf jeden Fall irgendwas kicken, wahrscheinlich, spontan wahrscheinlich diese. Wie gesagt, man braucht nicht 2 Infinity, macht keinen Sinn. Lieber hier 2 oder 3 von spielen. Genauso, es gibt einen neuen Phantom Knight seit Wing Raiders, der besteht auf 2-3 und hat einen Scrap Dragon Effekt. Sehr gut, kann Problemkarten klären, kann ein eigenes Town schießen und noch Iron Wall schießen, man kann den auch direkt noch einzeln finishen, warum nicht?
Was macht der hier? Der Nummer 2. Den kann ich tatsächlich nur spielen, aufgrund dessen, dass ich 2 Strawmen spiele. Man kann eben Strawman Battleface und nach Battleface den 2. Strawman holen, kann in ihn gehen. Für die, die den Effekt nicht kennen, man detached eine, man kann ein Monster vom Grave auf die Hand nehmen und man mischt eine beliebige Karte danach ins Deck. Das heißt, man kann die Destroyers, die mit Tin Cannon in den Grave gingen, direkt wieder auf die Hand holen, man kann sie wieder verwerten. Okay. Und man kann theoretisch, kommt nicht so oft vor, kann man auch tote Teleporter wieder verwerten. Man könnte rein theoretisch mit Tin Cannon wieder einmischen und dann direkt wieder E-Tin. Kommt noch nicht so häufig vor, aber sehr nett tatsächlich, finde ich sehr gut. Okay, ja. Sehr cool. Dann kommen wir mal zu deinem Side-Deck. Ja. Alles klar. Side-Deck ist etwas random heute zusammengeschmissen. Würde ich, glaube ich, nicht so nachempfehlen. Wir haben Chris Mirror, Mermel, als auch gegen Pendulum haben wir Max C. Erklärt sich, glaube ich, von selbst, holt Karten, man kann schnell OTK'en. Ja. So. Genauso gegen Pendulum wieder Duft, kann man auch gegen Monarch borden. Theoretisch bestimmt auch gegen ein paar Random Decks oder sonstiges, warum auch immer. Ja, auch selbst erklären, Platt geht fertig. Wir haben Cyberdrache, Chris Mirror, das war's letztlich. So, heute neu zum Testen ist Skullmeister, wo die Karte wird derzeit gehypt. Man kann sie abwerfen, eine Karte, die sich im Friedhof aktiviert, wie zum Beispiel eine Mermel-Karte oder ein Cosmo-Monster oder die Monarchen-Karten, kann man negaten. Im Gegensatz zum OCG funktioniert es im TCG auch im Damage-Step. Es gibt ein Sonderruling, im TCG funktioniert es auch im Damage-Step. Das heißt, ich kann im Mirror-Map kann ich mit meinen Monstern in sein 2 rennen, doppeln. Aufgrund der Kette, wenn ich Turnplayer bin, geht es auf Kettenlied 2, ich kann das anschänen, er kann nichts suchen, ich kann ein Ziehen danach finishen. Sehr gut. Kam heute noch nicht leider vor, ich bin noch nicht gezogen, aber wir schauen mal. So. Aber interessante Idee. Ja. Dann haben wir noch 4 Random-Sachen im Prinzip. Okay, was ist da los? Sind gegen Random-Decks so gesehen. Ich habe heute gegen 2 Random-Decks auch gespielt. Einmal gegen Super Quantum. Dagegen war... Hast du verloren? Nee, ich habe gewonnen dagegen. War nicht schlecht, ja. Gegen Super Quantum gewonnen, war tatsächlich auf Table 1 in der letzten Vorrunde. Sehr guter Überraschungseffekt. Deck macht schon was, allerdings, wenn man weiß, wie man dagegen spielt, dann sehr einfach. Train hat das Spiel im Alleingang erledigt, das ist klar. Gegner kann nichts machen, keine Effekte. Ja. Gegen jedes Rogue-Deck sehr gut. Hier, wenn ich gegen ein sehr starkes Backroad-Deck auch Rogue-Deck spielen würde, sagen wir mal Satella oder so, oder BA, kommt wahrscheinlich nicht häufig vor. Einfach nochmal eine Möglichkeit, Sachen zu clearen. Hier genauso, irgendwelche Rogue-Decks, man möchte irgendwas setten. Kann man tatsächlich auch mal gegen Pendulum oder auch gegen Cosmo borden. Würde ich persönlich nicht machen, kann vorkommen, denke ich, ein bisschen situationsabhängig. So, letztlich ist Soul Charge. Soul Charge kommt häufig dann vor, wenn man gegen Decks wie Mermaid spielt oder sonstiges. Oder auch, wenn man weiß, in Game 2 der Gegner boardet sehr viel Backrow-Hit. Nicht Backrow-Hit, gegen sehr viel Hit gegen dein Deck. Sagen wir mal 3 Iron Wall und 3 Lichtspiegel, wie auch immer. Wenn du ein Tin Cannon resolven kannst und dann noch Slip Rider hast, kannst du alle wieder zurückholen, direkt schießen, man kann auch ein Feld aufbauen und dann ab nächster Runde wieder loslegen. Nicht häufig, aber auf jeden Fall sehr gut. Vielleicht auch Main. Vielleicht auch Main kann man vielleicht machen, aber dadurch, dass die Battleplace weg ist, ist schon sehr hart. Ich möchte in Game 1 eigentlich sehr schnell finishen. Game 2 und Game 3 kann man ruhig runtergrinden, aber im Normalfall Game 1 möchte ich es sehr schnell finishen. Okay, cool. Hast du noch irgendwelche Fragen? Nee, interessant. Willst du noch irgendwas sagen? Ja. Wie lief's heute? Heute sehr gut. 6 Runden. Mit wie viele Spieler sind wir heute? 60, 64 oder 64. 5 Wins, 1 Draw. Ein Draw gegen Pendulum. War leider für mich selbst verschuldet, ich hätte es gewinnen können. Also rein theoretisch wäre bestimmt was gegangen. Ansonsten grüßen können wir Augsburger. Ich möchte Schichner grüßen. Ich hasse Augsburger, aber... Nein, du liebst uns die Augsburger. Ich dachte, du hast Regensburger. Nein, du liebst Augsburger. Also Ray. Ja. Viel Glück noch. Alles klar, danke. Und dann hoffe, du gewinnst. Auf jeden Fall. Und leider nicht. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten like und subscribe unten. Kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.